Hi du, da bin ich wieder. Heute machen wir Frikadellen oder Buletten oder Fleischpflanzer, je nachdem, wo du herkommst, weißt du, was ich jetzt meine. Und ja, wir machen eine mediterrane Variante. Wenn du mal sehen willst, wie die geht, dann sollst du auf jeden Fall einmal dranbleiben. Bevor wir mit der Fleischmasse anfangen, müssen wir natürlich erst einmal Brötchen einweichen. Und am besten nimmst du dir einfach Brötchen, die knochenhart sind vom Vortag oder von ein paar Tagen älter. Und die weichst du jetzt ein. Dafür einmal eine Schüssel nehmen, Brötchen reingeben und dann mit Wasser übergießen. Kaltem Wasser 10 Minuten aufweichen lassen. Du kannst auch noch bei so großen Brötchen diese einmal halbieren oder fetten, weil je mehr Oberfläche du hast, umso mehr Wasser kann eindringen, umso schneller werden sie dann halt auch weich. Aber du hast auch mehr Krümel, du siehst es einmal. Während jetzt die Brötchen einweichen, werden wir einmal Zwiebel schneiden. Du siehst hier, ich habe zwei Zwiebeln, eine mittlere und eine kleine. Du kannst aber auch eine große Zwiebel nehmen, dann sparst du das. Und zwar nehme ich jetzt hier zwei Zwiebeln auf 1 Kilo Hack. So, die Zwiebeln werden dann mehrfach eingeschnitten, horizontal und vertikal und dann fein runtergeschnitten. Und es ist auch wichtig, dass du die fein runterschneidest, weil wenn du die Zwiebeln nicht vorher anbrätst, dann sollte die ganz, ganz fein klein sein, damit die dann auch beim Braten der Frikadelle durch sind. Weil keiner möchte, ja, wie soll ich sagen, keiner möchte rohe Zwiebeln essen. Es sei denn, du stehst da echt drauf. Aber den Gästen, oder wenn du jetzt halt Mittagessen machst mit für mehrere Personen, dann ist es manchmal vielleicht nicht ganz so angebracht. Ich für meinen Teil mache das auch. Selbst wenn ich immer Burger mache, brate ich die Zwiebeln an. Und deswegen kommen die jetzt in die Pfanne. Kurz 2-3 Minuten, bis die glasig sind, weil die sind auch so dünn geschnitten, habe ich dir ja vorhin gesagt. Und dann können wir die auch schon zur Masse geben. Die Pfanne habe ich aufgeheizt. Ich werde einfach nur ein bisschen Öl dazugeben. Wir geben ja gleich sowieso noch genug Öl bei Frikadellen in die Pfanne. Und dann einfach die Zwiebeln dazugeben. So, die Zwiebeln sind jetzt soweit fertig. Die Wurzeln lassen wir noch ein bisschen nach, jetzt ist sie ausgeschüttet auf dem Herd. Und kommt erstmal beiseite, diese weiße Schüssel hier. Denn wir brauchen jetzt für diese mediterrane Variante einmal etwas frischen Thymian. Du kannst natürlich auch den aus der, den getrockneten nehmen, also aus dem Gewürzglas. Und einfach mal die Blätter abstreifen. Alles, was hier oben dran bleibt, das hier zum Beispiel, das ist noch relativ weich. Das kann man einfach so mitessen. So, vielleicht nochmal durchhacken. Und dann können wir das schon mal in die Schüssel geben. Wir brauchen für die mediterrane Variante natürlich noch, wie heißen die Dinger jetzt hier, getrocknete Tomaten. Und dann nimmst du ja so 4, 5 Stück. So, und ich tropfe dir jetzt erstmal was ab und gebe dir anschließend noch auf ein Tuch, damit das Öl sich da aufgesogen wird und dann die noch ein bisschen, würde ich sagen, ja, entölt werden. Nun die Tomaten einmal runterschneiden. Da ich faul bin, lege ich die alle beieinander und schneide die in ganz feine, dünne Streifen. Und dann hacke ich das also nochmal. So, das reicht dann auch. Und dann kommen diese ebenfalls in die Schüssel. Jetzt habe ich noch einen Block 200 Gramm Feta. Und diesen Feta schneide ich ebenfalls erstmal in dünne Streifen und anschließend wird er nochmal gewürfelt. Wir schneiden ihn jetzt hier dünn runter. Man hätte ihn auch nochmal in der Mitte durchschneiden können, aber so what. Jetzt lassen wir das so und die geben wir gleich zum Schluss darunter, weil die sonst zu sehr zerbrechen würden
und feinkrümmig werden würden. Und das ist dann nicht ganz so top für das Rezept und für den für die Frikadellen. Wir wollen schon ein paar größere Stückchen drin haben. Es sieht einfach schöner aus und ist auch einfach vom Mundgefühl her einfach schöner. Ich habe jetzt hier eine Menge Hack. 1 Kilo. Ich zeige das jetzt einfach nur so, weil ich die Flocken nicht zeigen möchte. Und das geben wir jetzt in die Schüssel zu den bisherigen Zutaten. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, 1 Kilo Hack drin. Und auf dieses kalte Hack kannst du wunderbar die heißen Zwiebeln geben. Die sind jetzt hier nicht mehr mega heiß, aber noch ja, mehr als warm. Und die kühlen sich jetzt runter. Was du nicht vergessen darfst, ist einmal die Pfanne auszureiben. Weil wir brauchen die ja gleich wieder zum Braten. So. Warum haben wir jetzt die Zwiebeln auf das Hack gegeben zum Runterkühlen? Weil wir ja noch ein Ei für die Bindung reingeben müssen. Das hier ist so ein XXL-Ei. Von der Größe her. Und das ist dann auch ausreichend. Was wir natürlich noch machen müssen, ist Pfeffer und Salz dazugeben. Und das nicht zu wenig. So, und dann gehst du mit den Fingern hin, die sind natürlich gewaschen, sollten bei dir auch gewaschen sein. Und wenn du das Vermengen mit der Hand nicht magst, dann nimm doch einfach ein Handrührgerät oder wenn du eine KitchenAid hast, nimmst du eine KitchenAid. Das ist optimal. Das habe ich auch schon gemacht. Nur in dem Fall zeige ich euch das halt hier mit der Hand. Weil ich auch gerade keine KitchenAid hier im Studio habe. So, du siehst hier ruhig mal von unten alles nach oben holen. Dann verteilt sich auch so der Thymian besser. Und was haben wir noch vergessen? Die Brötchen. Das sind jetzt die Brötchen. Die sind so ziemlich alles, was unter Wasser war, aufgetaut, weich geworden. Und jetzt gehst du folgendermaßen vor, du drückst die aus, und zwar richtig. Und bei mir ist zum Beispiel diese Ecke hier noch nicht 100 Pro. Kannst entweder zurückgeben und sich vollsaugen lassen, oder du lässt es einfach sein, wenn du das weitermachen möchtest. Und das hier geben wir jetzt in die Masse. Und dann mischst du jetzt das hier einfach noch unter. So, und dann einmal probieren. Das sollst du halt wieder nur mit frischem Hack machen. Also an sich ist die Masse schon echt lecker. Nur ein bisschen Pfeffer. Dafür einmal die Hände waschen, bevor du die ganz anderen Sachen wieder anfasst. Weil sonst hast du überall diesen ganzen, ja, ganzen Fleischbakterien dran. Und dann geben wir noch den Filter dazu. Und heben den auch unter. Aber eher sachte als rabiat. Du kannst auch schon wieder eine Pfanne anmachen. Mittlere Hitze. Denn wir braten jedes Stück, beziehungsweise jede Frikadelle wird 8 bis 10 Minuten pro Seite auf niedriger bis mittlerer Hitze gebraten. Dann musst du gucken, wie die bräunen. Die sollen natürlich kross und braun sein von den Seiten her, also von oben und von unten. Allerdings sollen die, wie soll ich sagen, nicht wie ein Brikett sein, also nicht wie ein Stück Kohle. So, das ist immer so eine Kunst dabei. Natürlich kannst du die auch im Ofen machen. Habe ich auch schon mal, geht auch wunderbar. Hast du aber nicht dieses wunderbare Brat- und Röstaroma wie aus der Pfanne. Aber es ist trotzdem genauso lecker. So, und jetzt eine Schüssel mit Wasser immer parat stehen haben, zum Hände benetzen. Und dann kannst du wunderbar damit das Hack formen. Und dann gibst du ruhig so 2 bis 3 Esslöffel Öl in die Pfanne. Und dann formst du dir schöne Frikadellen hier. So, und dann gehen die ab die Post in die Pfanne. Jetzt drehen wir einmal um. Und sieht schon sehr lecker aus. Du siehst es einmal hier. Und ja, perfekt goldbraun. So soll es sein.
Und jetzt nochmal 8 Minuten von der anderen Seite. Und du kannst auch 5 Minuten andere Seite drehen, nochmal 5 Minuten. Du kannst das vielleicht besser kontrollieren, aber so in etwa sollen die aussehen und ja, einfach mega, mega lecker.